Sechs Wochen dauert der Krieg in der Ukraine nun schon. Putins Plan eines schnellen Sieges ist gescheitert. Es zeigt sich, dass die russische Armee ihre Übermacht nicht zu entfalten vermag. Die Angreifer sehen alt aus gegenüber den Verteidigern, die mit Panzerabwehrwaffen und Guerillataktik kämpfen. Stattdessen setzt Moskau nun auf Terror gegen die Zivilbevölkerung und die flächendeckende Zerstörung von Städten. Einmal mehr klaffen in Russland Sein und Schein weit auseinander. Was sagt die Lage über den Zustand von Putins Regime und der russischen Gesellschaft aus? Haben die Jahre seit 1991 mehr gebracht als die Verfestigung einer neuen Diktatur? Und wie hat es die Ukraine geschafft, sich vom Erbe der Sowjetunion zu befreien? Das ist unser Thema in NZZ-Standpunkte. Herzlich willkommen. Unser Gast heute ist der Osteuropa-Experte Ulrich Schmid. Er lehrt an der Universität St. Gallen. Herzlich willkommen, Herr Schmid. Guten Tag. Es gibt vom früheren russischen Premierminister Tschernomyrdin einen ziemlich berühmten Satz, und der lautet: Wir wollten es diesmal besser machen, aber es endete wie immer. Er kommentierte damals die russischen Wirtschaftsreformen, aber es liest sich ja eigentlich wie ein Kommentar zum aktuellen Geschehen. Statt eines Blitzkrieges, den sich Putin erhofft hatte, ein Zermürbungskrieg. Die Russen scheinen seit den 90er Jahren und dem Tschetschenienkrieg eigentlich nichts dazugelernt zu haben. So ist es. 1993 hat ja Jelzin den ersten Tschetschenienkrieg damit begründet: Wir brauchen einen kleinen, siegreichen Krieg. Der Tschetschenienkrieg war weder klein und nur bis zu einem gewissen Grad siegreich. Nachher hat ja Putin genau diese Devise aufgenommen und den Georgienkrieg 2008 und auch die Annexion der Krim als kleinen, siegreichen Krieg ausgeflaggt. Und es ist, glaube ich, relativ deutlich zu erkennen, dass auch die jetzige Operation als ein solch kleiner, siegreicher Krieg geplant war. Und was ist dann schiefgegangen? Ja, ich glaube, man kann für den Militäreinsatz genau dasselbe sagen wie für die gesamte politische Entscheidung. Entscheidend war die geschichtsphilosophische Ideologie, die dahinter stand. Putin geht davon aus, dass die Ukraine und die Russen ein Volk sind. Und er ist auch davon ausgegangen, dass man mit der russischen Armee jetzt einfach einmarschieren kann, Kiew handstreichartig nehmen kann. Ein ideales Szenario wäre für Putin auch gewesen, wenn Selenskyj in den ersten Tagen des Krieges geflohen wäre. Und nun hat sich herausgestellt, dass die ukrainische Bevölkerung nicht fähnchenschwenkend und mit Nelken am Straßenrand steht und die russischen Panzer bejubelt, sondern dass im Gegenteil diese russischen Truppen angegriffen werden, auch von irregulären Vereinigungen, wie zum Beispiel der neu gegründeten Territorialverteidigung. Nun, und unterhält Russland wirklich viele Geheimdienste? Sie sprechen eine Sprache, die dem Ukrainischen sehr nahe verwandt ist. Sie hatten also alle Gelegenheiten, sich vorher in der Ukraine umzutun. Wie konnte das passieren, dass man so die Situation und die Stimmung der Ukrainer falsch hat einschätzen können? Denn selbst für uns war ja nun offensichtlich, dass sich in den Jahren zwischen Maidan und heute, in diesen 8 Jahren, doch wirklich viel verändert hat. Wie konnte das den Russen entgehen? Wir haben ja kurz vor dem Krieg gesehen, wie in einer Aufzeichnung einer Sitzung des Sicherheitsrats der Chef des Auslandgeheimdienstes abgekanzelt worden ist wie ein Schuljunge. Jetzt können wir uns ja vorstellen, wie in einer solchen Atmosphäre auch der Staatspräsident adäquat informiert werden kann überhaupt. Es ist so, dass sich Putin in den langen Jahren seiner formellen und informellen Herrschaft mit Ja-Sagern, Abnickern und Mappenträgern umgeben hat.
Und alle haben versucht zu erraten, was denn nun eigentlich der Wunsch nicht nur des Staatspräsidenten, sondern auch des Oberbefehlshabers ist. Und man weiß, dass Putin kaum sich im Internet informiert, sondern ganz den Briefings seiner Geheimdienste vertraut. Er ist ja selber, auch bevor er Präsident wurde, kurzzeitig Chef des FSB, also des russischen Geheimdienstes, gewesen. Aber es ist kaum vorzustellen, dass der russische Präsident am Schluss nur sein eigenes Propagandafernsehen, den Pervy-Kanal, den ersten Kanal des russischen Fernsehens, anguckt. Das kann man sich ja eigentlich nicht vorstellen. Also dass eine doch relativ große Macht wie Russland sich so einseitig informiert. Ja. Das ist schwer vorstellbar, aber ich denke, es hat auch mit einer gewissen Amtsmüdigkeit von Putin zu tun. Wir haben in den letzten Jahren beobachten können, wie sich Putin weniger und weniger interessiert hat für die Alltagsgeschäfte, eben Wirtschaft, Bildung. Das hat er alles Technokraten, loyalen Beamten überlassen. Und wir haben ja alle darüber gelächelt, als er in immer engeren Abständen geschichtsphilosophische Traktate veröffentlicht hat, die zwar oft einen wahren Kern hatten, aber dann absolut einseitig in eine ideologische Richtung abgedriftet sind. Und es scheint, dass wir eben diese geschichtsphilosophischen Obsessionen von Putin radikal unterschätzt haben. Er scheint tatsächlich zum Gefangenen einer Situation und eines Diskurses geworden zu sein, den er selber geschaffen hat. Also Putin ist in erster Linie ein Ideologe und erst dann ein Präsident. Man kann das bis zu einem gewissen Grad so sehen. Ich habe jetzt zum Beispiel im Nachgang zum russischen Angriff auf die Ukraine noch einmal diese berühmte Rede Putins vor dem Deutschen Bundestag 2001 angeschaut. Und diese Rede ist ja in Erinnerung geblieben als Geste einer ausgestreckten Hand. Putin hat damals vom gemeinsamen Europäischen Haus gesprochen. Das sind aber nur zwei kleine Elemente in dieser Rede. Schon in dieser Rede 2001 geht es um die Bedrohung durch die NATO. Und wir wissen auch heute, dass der damalige Kanzlerberater Horst Teltschik entscheidenden Einfluss eben auf den versöhnlichen Gestus dieser Rede genommen hat. Und im Rückblick muss man tatsächlich sagen, eben die vergangenen 20 Jahre bilden ein ideologisches Kontinuum. Nun kann ich mich an die Rede auch noch erinnern, weil ich darüber als Korrespondent berichtet habe. Mir ist jetzt auch eher das Versöhnliche in Erinnerung geblieben. Sie sagen aber, es sind schon sehr klar die anderen Akzente gesetzt gewesen. Wieso hat der Westen das so gröblich falsch eingeschätzt? War es nur der Wunsch, billiges Gas zu bekommen, wie in Deutschland? Oder welche Gründe spielten da eine Rolle? Ja, wenn man die Geschichte der Beziehung zwischen NATO und Russland anschaut, dann sieht man, dass das nicht ganz so eindeutig war vom Westen, dass man immer gesagt hat, ja, wir wollen uns nach Osten ausdehnen, sondern es gab einen ganz klaren Willen der osteuropäischen ehemaligen Satellitenstaaten Moskaus, in die NATO einzutreten. Es gibt eine berühmte Rede von Václav Havel im NATO-Hauptquartier Anfang der 90er Jahre, wo er sagt, nicht, also uns wurde die NATO immer präsentiert als der Teufel in Person. Und nun sehen wir eben, dass die NATO eigentlich ein demokratisch organisiertes Gremium ist. Und es gab durchaus auch innerhalb der amerikanischen Administration Debatten darüber, nicht? Also soll man eben den osteuropäischen Staaten entgegenkommen oder soll man Rücksicht auf die Sicherheitsinteressen Russlands nehmen? Und oft war es so, dass das Pentagon gewissermaßen gesagt hat, wir sollten Rücksicht auf Russland nehmen, und das Weiße Haus hat sich schließlich durchgesetzt, nicht zuletzt auch mit Hinblick natürlich auf die polnischstämmigen, tschechischstämmigen und ungarischstämmigen Wähler in den Vereinigten Staaten selbst. Ich glaube, es war damals eine kluge Entscheidung, nicht auszudenken, wenn jetzt nicht nur die Ukraine, sondern Polen, die baltischen Staaten, Slowakei, alle ehemaligen Ostblockstaaten auch noch eine Zone der Unsicherheit wären. Wir können es uns nicht
wirklich nicht ausmalen, was das heute heißen würde. Aber Sie sagen ganz klar, es ist also nicht so gewesen, wie die russische Propaganda immer behauptet. Der Westen wollte sich auf Teufel komm raus nach Osten ausdehnen, sondern es waren eigentlich die Staaten selber, die da dazwischen lagen, die den Impuls gegeben haben. Genau, also man darf ja nicht vergessen, dass die Sowjetunion bereits 1954 ein Beitrittsgesuch zur NATO gestellt hat. Und wir wissen heute sehr genau, was die Beweggründe dahinter waren. Damals war Außenminister Molotow die entscheidende Kraft dahinter. Und er hat dann eben an die sowjetische Führung Folgendes berichtet. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder nimmt uns die NATO auf, dann können wir die amerikanische Hegemonie von innen herausfordern. Das ist aber unwahrscheinlich, dass wir aufgenommen werden. Oder die NATO lehnt uns ab und dann können wir der Weltöffentlichkeit sagen, seht, die NATO ist kein Sicherheitsbündnis, sondern ein Militärbündnis, das gegen uns gerichtet ist. Es kommt halt immer auf geschickte Propaganda an. Gehen wir mal ein bisschen zur inneren Lage in Russland. Stellen wir uns vor, Putin verschwindet morgen von der Bildfläche aus irgendeinem Grund. Wird dann das Land dadurch automatisch besser? Oder anders gefragt, ist es jetzt wirklich nur das Genie eines Einzelnen, das als böse Genie eines einzelnen Mannes, der wie ein Fluch auf dem Land lastet, oder ist da mehr? Ich würde sagen, die Frage, die Sie ansprechen, ist das alte Tolstoi-Problem aus Krieg und Frieden. Krieg und Frieden ist ja als Romanepos um die große Frage herum konstruiert, was vermag der Einzelne in der Geschichte? Und Tolstoi hat sich als Beispiel Napoleon ausgewählt. Nicht? Also kann Napoleon als Einzelner sich dem Gang der Geschichte, der wie ein breiter Fluss sich dahinwälzt, sich entgegenstellen? Und wahrscheinlich eben muss man auch die Situation, die wir jetzt in Russland und der Ukraine sehen, in einem größeren Zusammenhang anschauen. Es scheint im Moment tatsächlich so zu sein, dass ein Einzelner, Präsident Putin, der Geschichte seinen individuellen Willen aufzwingen kann. Auf der anderen Seite ist aber noch die Frage offen, wie wird sich das mittel- oder langfristig entwickeln? Es scheint ja so, dass Putin auch Russland in eine relativ auswegslage Situation mal hineinmanövriert hat und da gar nicht so leicht wieder herauskommt. Nun, aber als ich in Russland Korrespondent war, habe ich die entscheidende Zeit erlebt, als der damalige extrem pro-westliche Außenminister Kozyrev entlassen wurde, auf Druck einer extrem nationalistischen Duma hin, und wie dann die Politik immer nationalistischer wurde. Also, ich glaube nicht, wenn ich jetzt mal da das Tolstoi Paradigma aufnehme, dass ein einzelner Mann am Schluss wirklich so entscheidend ist, sondern ich sehe vielmehr eine relativ langfristige, kontinuierliche Entwicklung in Russland. Auf der einen Seite ist das die Linie, die sich durchgesetzt hat, aber ich glaube, es gibt auch eine andere Linie eines eben neueren Russlands. Also der russische Ökonom Sergei Guriev hat ja jetzt gerade eine Vereinigung gegründet mit dem Titel Das wahre Russland. Dort ist auch der Krimischriftsteller Boris Akunin dabei und der Balletttänzer Baryshnikov. Und die versuchen nun zu zeigen, dass es auch eine alternative Entwicklungslinie hätte geben können. Als Putin 2000 auf den Schild gehoben wurde als Präsidentschaftskandidat, gab es eigentlich nur einen anderen Kandidaten, der auch das Zeug dazu gehabt hätte. Und das ist Boris Nemtsov, der 2015 erschossen worden ist. Und damals war es ganz klar, dass die Königsmacher gesagt haben, wir wählen jetzt die patriotische Linie, nämlich Putin, der dafür steht, dass vor allem auch das Rohstoffgeschäft nicht internationalisiert wird, während Nemtsov ja dafür gestanden hätte, eben, dass es eine Modernisierung gegeben hätte. Er war ja damals in den 90er Jahren auch Gouverneur in Nizhny Novgorod. Margaret Thatcher war begeistert von Nemtsov und hat sich zeigen lassen, eben, wie man eine Marktwirtschaft in einem kleinen Bereich aufbaut.
Ich glaube, die Frage war damals nicht, geht es irgendwie ein Nationalist oder ein Nicht-Nationalist als Präsident, sondern die Frage war einzig, wer garantiert dem Jelzin-Clan am besten seine Straflosigkeit? Und das war der Kandidat, der den Geheimdienst hinter sich hatte und damit schon eine relativ große Macht im Staat. Putin war der Repräsentant einer echten Macht, nämlich von Geheimdiensten und Militär. Und damit war er eine sehr verlässlich, viel verlässlichere Wette als Herr Nemtsov. Ja, da muss ich Ihnen widersprechen, denn Jelzin war ja Ende der 90er Jahre bereits so schwach, dass er sich kaum mehr auf den Füßen halten konnte. Ich glaube schon, dass die nationale Linie in der Wirtschaft das Entscheidende war. Eben der Jelzin-Clan war eigentlich damals schon auf der absteigenden Linie. Ich komme jetzt noch mal mit einem strukturellen Argument, um vielleicht doch aus dem Narrativ «Große Männer machen Geschichte», auch große Frauen natürlich, ein bisschen herauszubrechen. Denn das, was wir in Russland sehen, entspricht ja eins zu eins dem, was man aus dem Lehrbuch kennt als Rohstofffluch. Nämlich ein Land hat ganz viele Bodenschätze, ist damit sehr reich und braucht eigentlich gar nichts anderes zu machen zu können, als Rohstoffe zu fördern. Das unterdrückt andere Branchen. Das sehen wir in Russland, wo die sonstige Industrie relativ schwach ist. Und es fördert vor allen Dingen ein autoritäres Regime, weil eine Branche lässt sich von einem kleinen Machtzirkel relativ gut kontrollieren. Und das ist genau die Situation in Russland. Ja, auch da glaube ich, dass es noch eine gesellschaftliche Hilfe gibt zu dem, was Sie jetzt gerade geschildert haben. John McCain hat ja mal gesagt, Russland ist nichts als eine Tankstelle, die so tut, als wäre sie ein Staat. Auch das ist, glaube ich, eine Verkürzung. Wir haben gesehen, dass in den ersten beiden Amtszeiten von Präsident Putin sich tatsächlich eine Mittelschicht herausgebildet hat, eine urbane Mittelschicht, die auch eigene gesellschaftliche Partizipationsbedürfnisse artikuliert hat. Und wir haben ja gesehen, wie mächtig diese Bewegung ist. Im Protestwinter 2011, 2012, als Zehntausende auf die Straßen gegangen sind. Und damals haben wir ja auch gesehen, bei der Einsetzung von Präsident Putin in seiner dritten Amtszeit als Präsident, dass er eigentlich durch eine leergeräumte Hauptstadt gefahren ist mit seinem Autotross und sich eigentlich wie ein Besatzer in einem besetzten Land aufgeführt hat. Und ich denke, vieles, was wir in den letzten 10 Jahren beobachtet haben, ist eine nicht intendierte Nebenerscheinung eben dieser Petrodollars, die immer wieder in die Staatskasse gespült worden sind. Wir haben eine neue, junge Generation, die ganz klar westeuropäisch ausgerichtet ist, die westeuropäische Bildungschancen wahrnimmt und jetzt eben natürlich auch sehr mobil unterwegs gewesen ist bis zum 24. Februar. Die aber eben auch schon damals in den großen Protesten 2010, 2011, so in dieser, Sie haben es ja erwähnt, dann zusammengeknüppelt worden ist. Also Putin hat sich ganz offensichtlich auch die Bilder angeguckt und er hat daraus die Schlussfolgerung gezogen, ich muss noch repressiver werden, ich muss von einer Phase einer mehr oder minder manipulierten Demokratie übergehen in ein echtes autoritäres Regime. Und das scheint ihm geglückt zu sein. Auch hier denke ich, der 24. Februar hat alles geändert. Denn die Stabilität des Systems Putin hat ja auf zwei ungeschriebenen Verträgen beruht. Einerseits der Elitenvertrag mit den Oligarchen und der politischen Führungsschicht und andererseits der Gesellschaftsvertrag. Und in beiden Verträgen war Putin eigentlich der Garant einer Stabilität, die er jetzt zerstört hat. Die Eliten können nicht mehr reisen, ihre Auslandsvermögen sind blockiert und dasselbe gilt natürlich jetzt auch für die erwähnte Mittelschicht, die nun auch
nur noch in begrenztem Maß auf ihre Devisenguthaben zurückgreifen kann. Der Rubelkurs ist eingestürzt. Russland ist schwer erreichbar per Flugzeug, wenn man nach Europa fliegen will. Da ist vieles kaputt gegangen. Aber was war dann der Gesellschaftsvertrag mit der Mittelschicht? Ich sorge dafür, ich als Putin sorge dafür, dass ihr nicht reich, aber nach westlichen Maßstäben ein auskömmliches Leben habt. Aber dafür seid ihr auch bitte ruhig. War das der Vertrag? Genau, man kann es auf Französisch sehr schön formulieren. Enrichissez-vous, mais ne vous indignez pas. Also bereichert euch, aber empört euch nicht. Und das hat bis 2011 geklappt. Und dort hat sich eigentlich der Protest nicht einmal so sehr an den Wahlfälschungen entzündet. Die lagen eben im üblichen Bereich, sondern viele Intellektuelle haben sich daran gestört, dass Präsident Medvedev, der damals ein Modernisierungshoffnungsträger war, nicht mehr angetreten ist als Präsident und man eigentlich dann eine Wahl ohne Auswahl hatte mit Putin zum dritten Mal. Ja, damit war ja klar, als dann Medvedev erst präsentiert und gewählt wurde und dann nach einer Amtszeit wieder in der Versenkung verschwinden musste, dass es natürlich keine Demokratie war, sondern ein autoritäres Regime, in dem jemand die Kulissen hin und her schiebt. Das war damals klar und die russische Gesellschaft hat das aber die letzten 12 Jahre mitgemacht. Ja, also man kann sagen, dass dieser Wechsel des Gesellschaftsvertrages im Jahr 2012 hat einigermaßen funktioniert. Und jetzt, glaube ich, aber müssen wir noch einige Wochen und Monate warten, um zu schauen, ob dieser Wechsel von einem autoritären System in einen offenen Polizeistaat, ob das eine nachhaltige Lösung ist. Wir wissen ja im Moment, dass etwa 2/3 der russischen Bevölkerung diese angebliche Spezialoperation unterstützt und 1/4 ist etwa dagegen. Aber das ist natürlich ein wackeliger Konsens, der gewissermaßen auf einer Organisation beruht. Also wenn die Schule, die Medien und die Regierung alle dasselbe sagen, dann ist natürlich die offiziell angebotene Interpretation die erste, die von weiten Bevölkerungsteilen aufgegriffen wird. Und jetzt eben, wenn Gräueltaten begangen werden, offene Kriegsverbrechen, dann kann das ein Gamechanger sein. Nun hat der von Ihnen angesprochene Gesellschaftsvertrag ja im Grunde einen ökonomischen Kern. Ihr als Mittelschicht werdet wohlhabender, und dafür kann ich regieren. Was passiert aber, wenn dieser ökonomische Kern implodiert dank der Sanktionen? Kann es dann sein, dass der Volkszorn am Ende doch Putin hinwegfegt? Das ist schwierig zu sagen. Eine Voraussetzung wäre natürlich, dass die Sicherheitsbehörden und die Polizei sich dann verbrüdern mit allfälligen Protestaktionen. Im Moment sehen wir das noch überhaupt nicht. Die Generalstaatsanwaltschaft hat ja auch auf ihrem Telegram-Kanal bekannt gemacht, dass jede Unterstützung eines fremden Staates als Landesverrat qualifiziert werden könnte. Und darauf stehen 20 Jahre. Und im Moment eben sehen wir einerseits eine eingeschüchterte russische Gesellschaft und andererseits aber auch eine Gesellschaft, die sich nur unter hohen emotionalen und psychologischen Kosten von ihrer bisherigen Unterstützung für Wladimir Putin trennen kann. Aber das heißt in der Quintessenz, solange er an der Macht bleibt und nicht aus seinem inneren Zirkel Militär und Geheimdienste gestürzt wird, sehen Sie keine Chance, dass er in näherer Zeit zurücktritt, um das mal ganz neutral zu formulieren. Ein Rücktritt, denke ich, würde nicht zu ihm passen. Er hat sich ja auch immer über Nikolaus II. Lustig gemacht, also der ein schwacher Herrscher gewesen sei. Auch Gorbatschow gehört zu den Hassfiguren für Putin. Das sind Herrscher, die ihre Staaten nicht im Griff hatten.
Was ich nicht ausschließe, ist, dass Putin 2024 nicht noch einmal antritt als Präsident. Er hat sich in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Optionen offen gehalten. Also sein Nachfolger muss ihn nicht mehr in die Immunität entlassen. 2020 wurde im Zug der Verfassungsreform auch ein föderales Verfassungsgesetz erlassen, das jedem Präsidenten Immunität garantiert. Dann gibt es einen Staatsrat, der auch 2020 in Verfassungsrang erhoben wurde. Dorthin könnte er sich zurückziehen oder er könnte eine Funktion übernehmen in dieser Staatsunion Belarus, Russland. Und auch hier dürfen wir ja nicht vergessen, oder? Was wir jetzt sehen mit der Ukraine, das ist ja nur eine heiße Übernahme. Gleichzeitig, und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, läuft eine kalte Übernahme von Belarus. Mit einem großen Unterschied allerdings, dass Weißrussland sich schon längere Zeit an diesen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat. Also, dass dort schon sukzessive seit langem so läuft, wenn sich Weißrussland je überhaupt wirklich von Russland gelöst hat. Auch das könnte man bestreiten. Ja, nein, also wir dürfen uns ja erinnern an die Ursprünge der Staatenunion in den 90er Jahren. Das wurde ja von Lukaschenko vorangetrieben. Warum? Also weil damals weißrussischen Präsidenten. Genau, weil Jelzin ja damals der schwache russische Präsident gewesen ist. Und Lukaschenko hatte damals geglaubt, er könne mit seinem spätsowjetischen Modell eventuell dann auch Russland übernehmen. Dann ist das sehr schnell dumm gelaufen. Und es ist den anderen Weg gegangen. Russland übernimmt Weißrussland. Ich bin Ihnen für den Hinweis sehr dankbar, denn das führt mich zu meiner nächsten Frage. Russland ist ja eigentlich kein Nationalstaat, sondern es ist ein Imperium. Und es ist sehr, sehr lange schon ein Imperium gewesen. Ist Russland ohne den Imperialismus überhaupt denkbar? Denn wir sehen Tschetschenien, war eigentlich auch ein imperialistischer Krieg gegen die Völkerschaften im Kaukasus. Dann hatten wir den Georgienkrieg 2008. Wir hatten 2014 die Annexion der Krim. Wir haben die kalte Annexion, wie Sie sagen, von Weißrussland. Das ist Imperialismus in Reinkultur. Ja, also überspitzt formuliert könnte man sagen, dass die Tragödie der Russen darin besteht, dass sie nie ein eigenes Nationalprojekt hatten. Es war entweder kleiner oder größer. Also eben, sie hatten entweder das Moskauer Fürstentum oder sie hatten das zaristische Imperium, das Sowjetimperium oder jetzt die Russländische Föderation, in der die Russen etwa 75% der Bevölkerung ausmachen. Und die große Angst der Regierung Putin besteht darin, dass der Russischen Föderation dasselbe passieren könnte wie der Sowjetunion, dass sie auseinanderfallen könnte. Und erst Ende 2021 gab es einen dieser großen Dokumentarfilme, die eben mit propagandistischen Inhalten angefüllt sind, mit dem Titel «Russland, die neueste Geschichte». Und das Hauptthema dort war, wie Putin gewissermaßen die zentripetalen Tendenzen in der Russischen Föderation in den 90er Jahren aufgehalten hat und das Ganze konsolidiert hat. Das entspricht tatsächlich einem Hauptvektor der Politik von Putin in den 2000er Jahren, nicht also diese Aufteilung der Russischen Föderation in föderale Bezirke, wo Putin direkt in die Regionen hinein durchregieren konnte. Das ist jetzt in der Innenpolitik, aber wenn es stimmt, dass Russland nie ein nationales Projekt hatte, sondern immer ein Imperium war oder eben ein sehr viel kleineres Großfürstentum, dann heißt es ja, dass das der politischen DNA Russlands ist, der Imperialismus eingeschrieben. Dann müssen wir aber auch in Zukunft immer mit Imperialismus rechnen. Ja, aber dieser Imperialismus kann natürlich verschiedene Formen annehmen. Was wir jetzt sehen, ist gewissermaßen das innerste Integrationsprojekt, also die Wiederherstellung dessen, was Putin das historische Russland nennt, das für ihn eben aus den Brudervölkern Weißrussen, Ukrainern und Russen besteht. Und er möchte hier gewissermaßen eine alte, auch ethnische Einheit wiederherstellen. Er bedient sich da einer religiösen Metapher. Er sagt, das sei die
Dreieinigkeit der russischen Völker. Darüber gibt es andere Integrationsprojekte, wie zum Beispiel die Eurasische Wirtschaftsunion, die es seit dem 1. Januar 2015 gibt. Und die möchte Putin eigentlich schon längst Richtung einer politischen Eurasischen Union weiterentwickeln. Allerdings ist er da ja auf den Widerstand Kasachstans gestoßen, das natürlich eben nicht einfach unter einer russischen Hegemonie hier ein Juniorpartner sein will. So ganz kaufe ich das Argument nicht, dass es nur um diese drei Staaten Russland, Weißrussland, Ukraine geht, denn der Krieg gegen Georgien gehört nicht zu dieser heiligen Dreifaltigkeit. Also es gibt einen russischen heutigen zeitgenössischen Imperialismus, der durchaus größer denkt als nur Weißrussland oder die Ukraine. Ja, also wenn man den Georgienkrieg 2008 anschaut und eben das, was in der Ukraine 2014 und jetzt gerade passiert, dann sieht man natürlich strukturelle Ähnlichkeiten. Aber ich glaube, ein großer Unterschied besteht natürlich darin, dass die Georgier eben kein slawisches Volk sind. Und dort ging es natürlich darum, das war die alte russische Taktik, dass man Länder, die sich sehr stark nach Westen orientieren, zurückhält, indem man sie fragmentiert. Und Südossetien und Abchasien sind gewissermaßen Stachel im Fleisch Georgiens, die Georgien erfolgreich zurückhalten. Und eben, Georgien wird auf absehbare Zeit kein NATO-Mitglied sein. Also es ist ein nicht-slawischer Staat. Die Balten sind nun auch nicht-slawische Staaten, aber frühere Sowjetrepubliken. Nach dem, was Sie jetzt gerade sagen, sind das die natürlichen nächsten Kandidaten für imperialistische Gelüste in Russland. Gerade für die baltischen Staaten halte ich das für sehr unwahrscheinlich. Die baltischen Staaten sind ja durch Artikel 5 des NATO-Vertrags geschützt. So weit ist Russland bisher noch nie gegangen. Wir haben gesehen, in den letzten Jahren gab es immer wieder mal Luftraumverletzungen durch russische Flieger, zum Teil auch zu See gab es Unterseeboote, die eingedrungen sind in Hoheitsgewässer. Aber ich denke, dass jetzt gerade vor allem auch vor dem schiefgelaufenen Ukraine-Feldzug Moskaus Moskau sich hüten wird, eine nächste Front aufzutun. Das ist natürlich ganz klar. Artikel 5 des NATO-Vertrages ist der ganz entscheidende Gamechanger in dieser Region. Heißt das, wenn man 2008 der Ukraine einen Weg zur Mitgliedschaft eröffnet hätte, dann sähe es heute anders aus? Oder andersrum gefragt, war der Umstand, dass man dann 2008 davor zurückgeschreckt ist und irgendwie ja dann doch zu verstehen gegeben hat, nur so richtig gehört die Ukraine doch nicht zum Westen dazu? War das nicht eine Einladung geradezu an Putin, der dieses Vakuum dann ausfüllen musste? Aus heutiger Sicht muss man ganz klar sagen, dass diese Formulierung auf dem Bukarester NATO-Gipfel 2008 unglücklich war. Also das ist das Resultat eines Tauziehens gewesen zwischen den Europäern, also vor allem den Deutschen, Franzosen und den Briten auf der einen Seite und den Amerikanern auf der anderen Seite. Die Amerikaner wollten Ukraine und Georgien eine klare Beitrittsperspektive geben und die Europäer haben Rücksicht auf Russland genommen. Und damals hat man eben in dieser Schlusserklärung den Satz geprägt, Ukraine und Georgien werden NATO-Mitglieder sein, ohne einen Zeithorizont. Und das hat dann natürlich wenige Monate später eben zu diesem August-Konflikt geführt und später auch zu den Ereignissen in der Ukraine. Aber es war natürlich schon so ein bisschen mit gekreuzten Fingern. Es war ganz klar, dass man zwar diese Formulierung drin hatte, dass aber es nie beabsichtigt war, dieser Erklärung auch Taten folgen zu lassen. Also man hat genau diese Zone der Unsicherheit, dieses Vakuum geschaffen, das dann Putin ausgenutzt hat. Bis zu einem gewissen Grad ist das so. Und die Politik der NATO kann hier durchaus verglichen werden, auch mit der Politik der EU gegenüber der Ukraine. 2013 auf diesem
Gipfel in Vilnius, als Janukowitsch in letzter Minute sich weigerte, seine Unterschrift unter dieses Assoziierungsabkommen zu setzen, war man in Europa komplett überrascht, nicht? Und das ist das deutlichste Zeichen dafür, dass man keine gut vorbereitete Ukraine-Politik auf der Seite Europas gehabt hat damals. Und bis zu einem gewissen Grad muss man sich tatsächlich vorwerfen lassen, dass man die Ukraine zu wenig ernst genommen hat und eben hier natürlich Moskau mit einer alten Taktik einspringen konnte, dass wo überall sich ein Machtvakuum auftut, ist Russland sehr schnell zur Stelle. Das sehen wir zum Beispiel auch in Afrika. Und was heißt das jetzt? Kann der Westen einfach nicht Geopolitik? Und ist das das natürliche Tummel, der natürliche Tummelplatz für Russland, Geopolitik? Oder bedeutet der Krieg da jetzt auch in dieser Hinsicht einen Gamechanger? Sind wir in der Lage in Zukunft zur Geopolitik und hat sich Russland diesmal überreizt? Russland hat seine Hand sicher überreizt und die Zukunft wird zeigen müssen, eben mit welchen Kosten das für Russland verbunden ist, politischen und wirtschaftlichen Kosten. Ich würde nicht sagen, dass der Westen keine Geopolitik kann. Die Frage ist ja vielmehr, soll sich der Westen auf dieses anachronistische Politikniveau herabbegeben, auf das sich Putin herabbegeben hat, nicht? Also territoriale Erweiterung. Das ist ja nicht mal eben zweite Hälfte 20. Jahrhunderts. Das ist erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, 19. Jahrhundert, als es darum ging, irgendwelche Gebiete zu erobern. Und da ist zum Beispiel China ja schon viel weiter. Nicht? Also die genau eben wirtschaftliche Macht und Softpower einsetzen, um ihren globalen Einfluss geltend zu machen. Die aber auch sehr stark, China auch sehr stark in geopolitischen Dimensionen denkt, die natürlich Einflusssphären zu konstruieren versucht. Und da kann man sich dann auch fragen, ob die Chinesen, wenn sie eines Tages stark genug sind, nicht eben doch auch beschließen, noch einen entscheidenden Schritt weiterzugehen. Also das, was Sie für anachronistisch halten, nämlich Großmachtpolitik mit Gewalt, dass das dann auch in dieser Weltgegend wiederkehrt. Dann von daher finde ich Ihre Einschätzung, dass das so anachronistisch sei, ein bisschen optimistisch, mindestens verfrüht. Vielleicht, also wir werden sehen, was China mit Taiwan vorhat. Also ich bin sicher, dass man in Peking sehr, sehr aufmerksam beobachtet, nicht? Also wie die Weltöffentlichkeit jetzt auf dieses Ukraine-Abenteuer von Moskau reagiert. Wir haben schon verschiedentlich die Ideologie von Putin angesprochen. Das kommt ja jetzt immer wieder in unserem Gespräch. Worin besteht die denn eigentlich, wenn man das in zwei Sätzen zusammenfassen muss? Ich denke, Putins Ideologie ist sehr eklektisch aufgebaut. Also er nimmt von überall her das, was passt. Sein Lieblingszar ist Alexander III., der mal gesagt hat, Russland hat nur zwei Verbündete, die Armee und die Flotte. Und in der Sowjetzeit ist es ja auch zu einer behutsamen Rehabilitierung von Stalin gekommen, nicht? Also der gefeiert wird als derjenige, der Industrialisierung des Landes hervorgebracht hat, der Nazi-Deutschland besiegt hat, der den Kosmos erobert hat. Und ich habe fast den Eindruck, eben, dass es so etwas wie eine chinesische Sprachregelung gibt in Bezug auf Stalin. Nicht? Er war 30% schlecht und 70% gut. Das Imperiale, das Sie angesprochen haben, ist ein Leitmotiv eben dieser Geschichtspolitik, die sich eben bis hin zu Putins Ideologie zieht und die jetzt eben versucht wird, bei der man versucht, sie in politische Währung umzumünzen. Nun lassen sich die Ukrainer und die Russen ethnisch nicht wirklich gut unterscheiden. Das ist ein großer Übergang. Die Sprache, es hat sich in den letzten Jahrzehnten auseinanderentwickelt, aber hat doch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Also und dennoch
hat die Ukraine unterdessen eine komplett andere DNA politisch gesehen als Russland. Wie ist das entstanden? Also man kann nicht sagen, dass sich das Ukrainische und das Russische erst in den letzten Jahrzehnten auseinanderentwickelt haben. Das ist etwas, was eben schon im 19. Jahrhundert begonnen hat. Und die ukrainische Sprache wurde ja zweimal verboten, 1863 und 1876. Und das ukrainische Nationalprojekt, das hat ja eben eine ganz eigenartige Geschichte, auch unter der Sowjetunion. Es gab ja überzeugte ukrainische Bolschewiken, die geglaubt haben, je linker die Politik ist, desto ukrainefreundlicher ist die Politik. Und das hat ja in den 30er Jahren eben zu einer Repressionspolitik gegenüber dem ukrainischen Kommunismus geführt. Und das ist eigentlich eben ein Leitmotiv, das wir in der Ukraine beobachten können. Also jedes Mal, wenn sich der ukrainische Nationalismus und das Nationalprojekt geregt haben, sogar mit Kooperationsangeboten an Moskau, dann hat Moskau sofort Separatismusängste gehabt und hat zurückgeschlagen. Und sonst, glaube ich, kann man das ukrainische Nationalprojekt vielleicht am ehesten mit dem italienischen vergleichen. Also wir haben ja die Westukraine, Galizien, das ist auch im ukrainischen Selbstverständnis gewissermaßen der Geburtsort des ukrainischen Nationalprojekts, das sich tatsächlich in den letzten 30 Jahren immer mehr nach Osten ausgeweitet hat. Im Moment ist das etwa auf der Höhe der Stadt Dnipro, die in den 90er Jahren eben noch kaum Sympathien für das ukrainische Nationalprojekt gezeigt hat. Und es war ja eine der großen Überraschungen für den Kreml, dass sich im Jahr 2014 in Dnipro keine Volksrepublik gebildet hat, wie in Donetsk und Luhansk. Dasselbe gilt auch für Charkiw. Charkiw war auch ein Wackelkandidat aus Moskauer Sicht. Und dort gab es zwar kurzfristig Bestrebungen, eine solche Volksrepublik zu erstellen. Das ist dann aber eben am Widerstand der Bevölkerung gescheitert. Mindestens vor 20 oder 30 Jahren konnte man sagen, Charkiw war so etwas Ähnliches wie eine russische Großstadt. Und ich erinnere mich noch, als wenn wir aus Reisen, Korrespondenten, die in Moskau basiert waren und dann von Reisen aus der Ukraine zurückkamen nach Moskau, haben wir ein wenig gewitzelt, endlich kommen wir in einen gut regierten Staat, weil was Kleptokratie und Korruption anlangte, war es ja damals in der Ukraine noch viel, viel schlimmer. Wann und wieso hat sich das zu ändern begonnen? Wir haben ein Forschungsprojekt durchgeführt seit 2011 und wir haben versucht, so die verschiedenen Identitäten in der Ukraine auf einer Landkarte einzuzeichnen. Wir haben verschiedene Querschnittvergleiche gemacht. Wir haben eine landesweite Umfrage 2013 gemacht, eine zweite 2015, also direkt vor und nach der großen Krise. Und wir haben gesehen, dass bereits 2013 im Osten der Ukraine eben auch ein Konsens darüber bestand, dass man zum Beispiel in der Ukraine die ukrainische Sprache beherrschen solle. Gleichzeitig haben wir aber natürlich auch bestimmte Asymmetrien festgestellt. Also wenn wir zum Beispiel gefragt haben, soll man in der Ukraine auch Russisch sprechen können, dann war die Antwort natürlich im Osten zustimmend und im Westen stark ablehnend. Wir haben gesehen, dass man die Ukraine gewissermaßen als eine Einheit beschreiben kann, wenn man nach Werten fragt. Und eben da sind natürlich eben europäische Werte wie Menschenrechte, Korruptionsbekämpfung wichtig. Und man kann eher Trennungen feststellen, sobald man über Geschichte und Sprache spricht. Wenn Sie jetzt von Werten reden, dann heißt das ja eigentlich, die Ukraine ist die neue Willensnation des 21. Jahrhunderts. Bis zu einem gewissen Grad ist das so, aber es gibt auch Gegentendenzen. Man hat sich ja in Moskau, aber auch in Budapest und in Bukarest sehr über einige Gesetze in den letzten Jahren aufgeregt, eben dass man zum Beispiel
an den Hochschulen vorgeschrieben hat, dass Ukrainisch die obligatorische Sprache ist. Man hat das in Kiew damit begründet, dass auch Leute, die aus anderen Sprachregionen kommen in der Ukraine, in den Staatsdienst eintreten können müssen, und man wollte die nicht benachteiligen. Es ging aber natürlich unter dem Strich darum, dass man versucht hat, aus der Ukraine, die im Moment eine Willensnation ist, auch eine Kulturnation zu machen. Jeder osteuropäische Staat will ja Frankreich sein. Nicht? Also es gibt keine Minderheiten in Frankreich, und in Frankreich haben wir diese jahrhundertlange Erfahrung, dass man durch Bildungstechniken, durch Regierungstechniken eben eine relativ kulturell homogene Bevölkerung herbeiführen kann. Und dennoch ist kein einziger osteuropäischer Staat so etwas wie Frankreich, denn alle sind hervorgegangen aus großen Vielvölkerimperien, nämlich aus dem K&K, aus der Habsburger Monarchie, aus dem Russischen Reich, das als einzige noch existiert von diesen Imperien, und natürlich auch aus dem Osmanischen Reich, das vergisst man ja auch gerne. Also ist das nicht eigentlich der zentrale Casus Knactus Osteuropas, dass sie wirklich eine andere Geschichte hatten und eben nie Nationalstaaten, sondern immer diese Mischung aus ganz furchtbar vielen Ethnien und Identitäten. Ja, natürlich haben wir diesen Flickenteppich von verschiedenen Staaten in Osteuropa. Wir müssen ganz deutlich sehen, eben, dass die meisten Staaten in Osteuropa eben nicht genuine Nationalstaaten sind, sondern Zerfallsprodukte von Imperien. Und manchmal sind sie sogar selber ein Imperium gewesen. Wir vergessen ja oft eben, dass auch Polen im Prinzip im 17. Jahrhundert die regionale Führungsmacht war in Osteuropa. Ungarn war selber im eigenen Selbstverständnis ein großes Imperium, und in einem gewissen Sinne ist eben natürlich auch die Russische Föderation ein Zerfallsprodukt eben mehrerer Imperien. Und wie gehen wir jetzt mit diesem Flickenteppich um? Wird es am Beispiel der Ukraine, wird jetzt der Krieg eigentlich dann zu dem Moment, so heterogenen Geschichte am Schluss wirklich die Willensnation wird? Also was man sehr deutlich sehen kann, jetzt auch in neuesten Umfragen in der Ukraine, eben, dass das ukrainische Nationalprojekt deutlich an Fahrt gewonnen hat. Sogar in der Ostukraine gibt es sehr viel mehr Zustimmung zum ukrainischen Staat als noch vor 10 Jahren. Das ist sicher ein Geburtshelfer einer modernen ukrainischen Willensnation. Auf der anderen Seite eben haben wir natürlich auch mehr, vom Wunsch getriebene Aktionen gesehen, wie das EU-Beitrittsgesuch von Präsident Zelensky, das natürlich eben jetzt sehr wohlwollend behandelt wird, aber natürlich auch eine Zeit von mindestens 2-3 Jahren in Anspruch nehmen wird. Trotzdem glaube ich eben, dass die Aussichten nicht wahnsinnig rosig sind für die Situation, die wir jetzt sehen. Also es sieht so aus, dass die Ukraine nicht verlieren wird und Russland nicht gewinnen wird. Das läuft dann auf eine Teilung entlang der dann geltenden Frontlinien hinaus? Das wäre eine Möglichkeit, aber wir sehen ja im Moment keine klaren Frontlinien. Das war ganz klar der militärische Plan von Moskau direkt Ende Februar, dass man von Norden vorstößt und von Süden und dann gewissermaßen die Ukraine in 2 Teile trennt. Ich könnte mir vorstellen, dass es eher zu einer Art Donbassisierung der Zentralukraine kommt, dass wir eben Zustände haben werden in der gesamten Zentralukraine, wie wir sie in den beiden Volksrepubliken in den letzten 8 Jahren hatten. Das wäre ja dann auch eine gewisse Teilung, denn das hieße ja dann auch die strategisch sehr bedeutsame Küste, mit Ausnahme von Odessa, wäre dann auch russisch. Aber nach dem, was Sie jetzt alles gesagt haben über das ukrainische Nationalprojekt im Gegensatz zum russischen und über die Willensnation, die Ukrainer, die dann unter dieser Besatzung leben, die würden das nie akzeptieren, die russische Vorherrschaft, oder?
Genau. Also, und das ist etwas, was auch vor dem 24. Februar eigentlich bekannt war. Wer das hätte wissen wollen, hätte es wissen können. Und deswegen können auch die Russen nicht davon ausgehen, eben, dass jetzt besetzte Gebiete einfach eben pazifiziert werden können, sondern eben man handelt sich damit einen Partisanenkrieg ein, der so einfach nicht beendet werden kann. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Herr Schmid, herzlichen Dank für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, am 8. Mai bei NZZ Standpunkte.